Was ist eine Kapitalerhöhung? Eine Kapitalerhöhung ist Aufnahme von Eigenkapital bei einer Kapitalgesellschaft. Bei einer börsennotierten AG werden dann einfach neue Aktien ausgegeben und diese neuen Aktien und das Geld davon kommt der Firma direkt zugute und kann damit eine Fabrik bauen, Mitarbeiter einstellen etc. Wenn man normal nämlich Aktien kauft, dann ist es am sogenannten Sekundärmarkt. Das heißt, wenn ihr für 1.000 Euro Allianz-Aktien kauft, kriegt dieses Geld nicht die Allianz, sondern jemand anderes, der davor die Allianz-Aktie hatte. Bei einer Kapitalerhöhung ist es, wie gesagt, anders. Da kommt das Geld direkt beim Unternehmen an. Eine Firma hat ja zwei Möglichkeiten, Kapital aufzunehmen. Entweder über Eigenkapital, und es wäre dann eine Kapitalerhöhung, oder über Fremdkapital, also indem man Kredite aufnimmt, eine Anleihe begibt. Und man muss das immer ein bisschen mischen, je nach Branche. Und wenn man zu viel Fremdkapital hat, ist das nicht gut. Da muss man vielleicht eine Kapitalerhöhung machen und kriegt dann auch wieder bessere Zinskonditionen. Also das ist immer sowas, was dann der CFO der Firma organisiert, dass die Firma immer genug Geld hat, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Normalerweise ist eine Kapitalerhöhung für Aktionäre nicht so gut, da man natürlich verwässert ist. Ja, wenn man zum Beispiel davor es 100 Aktien gab, die 5 Euro wert sind, das Unternehmen also 500 Euro wert ist, und wenn jetzt 200 Euro neu aufgenommen werden, dann wird mein Anteil an der Firma natürlich niedriger. Also es macht vor allem Sinn, wenn die Firma das Kapital sehr, sehr effizient einsetzen kann oder wenn dadurch zum Beispiel in der Krise das Risiko eines Bankrotts minimiert wird, dann wird die Aktie wahrscheinlich auch positiv reagieren. Aber sonst muss man da immer ein bisschen aufpassen, weil im Idealfall kann die Firma natürlich das Wachstum aus eigenen Mitteln, das heißt aus den eigenen Gewinnen bestreiten. Und deswegen ist eine Kapitalerhöhung eher negativ zu sehen für Aktionäre.